Ja, ich habe ein Buch von Peter Brasch mitgebracht. Eigentlich ein Stellvertreter, denn mein Zugang zum Leseland DDR stammt vornehmlich über die Kinderliteratur. Und wenn man das noch eingrenzen kann oder sollte, dann über die Kinderhörspiele und vor allem Kinderschallplatten. Und da habe ich die Geschichten von Peter Brasch geliebt. Und seine Figuren, die er geschaffen hat, waren eigentlich welche, die anders sein wollten, als es von ihnen erwartet wurde. Die hatten Wünsche und Träume. Und die Platte, die mir mein Onkel hoch und runter vorgespielt hat, war Peter und der Wolf in der Stadt. Und dann der Wolf, der nicht mehr böse sein will, der lieb sein will und aus seiner Geschichte aussteigt. Und später dann habe ich mich im Studium, in meinem Literaturstudium, auch wieder mit den Hörspielen beschäftigt von Brasch und irgendwie auch herausgefunden, dass gerade in den 80er Jahren Geschichten gesucht wurden oder für Kinder, wo man subversiv Botschaften mit versteckt hat. Und weil es eben keine Medienfreiheit gab, haben viele AutorInnen versucht, sich Themen zu suchen, die entweder ganz aus der Vergangenheit stammen, wie Christa Wolf mit Cassandra. Also man geht in den Mythos, der Rückgriff auf den Mythos, oder man guckt, man nimmt sich Kindergeschichten. Und das fand ich total interessant. Was wurde eigentlich den Kindern mitgegeben und damit auch mir? Und deswegen Peter Brasch, den ich dann mit seinen Prosastücken und Gedichten noch kennengelernt habe und ich sie sehr verehre, weil es auch darum geht, Widersprüche auszuhalten. Und ich glaube, da steht das Leseland DDR ganz gut dafür. Ja, ich fühle mich als Ossi. Ich bin in den 1990 geboren, habe meinen DDR-Pass noch bekommen, aber nicht lange behalten natürlich. Und ich habe mich damit immer mehr beschäftigt, als Leute in meinem Alter anfingen, Geschichten zu schreiben. Immer mehr Bücher wurden veröffentlicht und immer mehr wird über den Osten gestritten. Und in dem Zuge habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt und mich auch gefragt, würde ich mich als Ossi bezeichnen? Und das würde ich schon sagen, gerade weil die Unterschiede zwischen Ost und West auch in unserem Alter noch groß sind. Mein Mann ist aus dem Westen, wir leben Ost-West und auch ja, in Gesprächen mit anderen merkt man aber auch, wir Ossis haben weniger zu erben. Wir haben andere Sachen mitbekommen, mit denen wir jetzt irgendwie aushandeln müssen. Deswegen würde ich schon sagen, ich bin ein Ossi und ich würde auch behaupten, dass das noch etliche Jahre dauert, bis sich da vielleicht die Fronten, nicht Fronten, aber das angeglichen hat, dass man sagen kann, Ost und West spielt vielleicht nicht mehr so eine große Rolle. Ja, ich habe 2020 das Heft der Metamorphosen zum Thema Nachwendekinder herausgegeben, eben weil die Stimmen sich gehäuft haben von Gleichaltrigen, die über den Osten sprechen, über eine Zeit, die sie nicht aktiv erlebt haben und ihr nachspüren. Und mich hat es auch natürlich sehr betroffen. Meine Eltern waren um die 20, als die Wende kam und mussten damit umgehen, mit dieser Transformation, mit einer neuen Biografie, einem Umbruch, das natürlich irgendwie sich auf mich ausgewirkt hat. Und dem wollte ich auch nachspüren und nachgehen. Deswegen beeindruckt mich das Thema und mich beeindrucken die Stimmen, meine Mitstreiterinnen quasi, die ihre Geschichten erzählen oder versuchen, dem Osten nachzuspüren. Denn was medial oder generell so vermittelt wird, sind es schon entweder
das war eine schlimme Diktatur oder wir hatten einen schönen Sommer, es war alles toll. Und wo es muss dazwischen liegen, es muss immer in dem Dazwischen sein. Und die DDR-Literatur oder die Geschichten kann man deswegen am besten zur Rate ziehen, um sich ein Bild zu machen, wie war es denn eigentlich wirklich gewesen. Es war nämlich beides und es gab Gewinner und Verlierer und ich wollte dem nachgehen. Und so ist dieses Heft entstanden mit diversen Stimmen aus dem Osten, aus den Nachwendekindern, die in den 90ern geboren wurden oder in der Umbruchszeit, genau. Ich glaube, was alle vereint, ist die Generation. Und zwar, wir sind jetzt alle um die 30. Das heißt, wir haben diese Jugendlichkeit ein bisschen zur Seite gestellt und wollen auch gehen unseren eigenen Weg. Wir kapseln uns ab von den Eltern und sehen sie deswegen aber auch wieder mit neuen Augen. Und will man sich fragen, wer wart ihr denn eigentlich damals? Wie habt ihr gelebt? Weil wir können uns die Geschichten nur aus den aus Filmen, aus Büchern, aus Nachrichten, Beiträgen, Archivmaterial quasi zusammensuchen. Wir werden immer nur Fragmente haben. Und ich denke, dass es uns alle eint, diese Frage, wer wart ihr? Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit der 68er-Bewegung. Natürlich eine ganz andere Situation, aber auch, man muss ein bisschen Zeit vergehen lassen. Der Schmerz muss sich ein bisschen senken, um dann wieder ins Gespräch zu kommen. Ich möchte euch zuhören. Ich möchte zuhören und wer warst du? Und natürlich mit einer ganz anderen Schuldfrage, ja, aber es muss sich manchmal etwas sinken, es muss etwas sinken, damit man dann ins Gespräch kommen kann. Und ich glaube, deswegen sind die Stimmen jetzt so vielfältig und gehen immer weiter, wie wir es jetzt auch mit Hendrik Bolt sehen, mit den Nullerjahren. Also die Gewalt, verschiedene Themen, mit denen Kinder oder junge Menschen konfrontiert waren, die unbedingt mit dem Umbruch zu tun haben, dass die DDR nicht mehr existiert. Interessanterweise findet sich in meinem Bücherregal vor allem Autoren, die quasi so eine Art Grenzgänger sind, die im Osten geboren sind, groß geworden, nicht unbedingt geboren, aber groß geworden sind und die dann in den Westen gehen mussten oder gehen wollten, die ausgereist sind und dann von der Welt da sehr beeindruckt waren, nicht unbedingt begeistert, sondern eher überfordert, überlastet und diese Welten beide kennen. Und wo ich mich jetzt damit weiter auseinandergesetzt habe, dachte ich, ja, es spiegelt aber vielleicht auch mich wieder, eine Welt, die ich beide kenne, aber es gibt kein Zurück mehr, denn die dann drüben waren, auch nicht mehr zurück konnten. Es sei denn, es sind solche Figuren wie Franz Fühmann, der so ein hohes Ansehen hatte, dass er reisen konnte, oder jemand wie Heiner Müller. Aber diese AutorInnen, sage ich jetzt mal, die interessieren mich am meisten, die beides kennen und kannten und darüber geschrieben haben. Ich finde es extrem wichtig, dass wir uns alle damit beschäftigen, nicht nur wir Ossis, um kennenzulernen, wer wir sind oder wo wir herkommen und auch die transgenerationellen Erscheinungen nachzuspüren und das zu verstehen, sondern dass wir alle darüber nachdenken und uns Geschichten erzählen und zuhören, Filme sehen, die uns diese Widersprüche zeigen und das helfen auszuhalten. Gerade diese Bücher geben uns einen Zugang zur Welt und können uns auch zeigen, wie es wirklich war und eben nicht diese Pole, sondern dieses ausdifferenzierte, heterogene vor allem und diese starke Sprache, die ich
finde ich, bei DDR-Literatur, Autoren besonders auffällt, weil man da genau überlegen muss, was sage ich, wie sage ich es und wie drücke ich mich aus. Und da wünsche ich mir, dass wir lesen aus der DDR, dass wir Geschichten haben, aber auch mein Alter und die nach mir kommen, dass wir uns immer zuhören und uns nicht so, wie es vielleicht auch in den 90ern war, dass ein anderer nur den Transformationsprozess machen muss und irgendwie neues Leben anfangen muss und dann mach mal dieses hineingeworfen werden, was wir ja alle irgendwie in der Welt auch haben. Und ich glaube, da gibt die DDR-Literatur einfach viel an die Hand, um auch vielleicht auch andere Utopien wieder in die Welt zu bringen, zu sagen, was war denn eigentlich auch gut, was hat gut funktioniert und was könnten wir vielleicht wiederbeleben. Weil der Kapitalismus ist irgendwie auch ein Alter, es muss irgendwie eine Alternative geben, als das immer weiter nach oben. Und da könnten die DDR-Literatur irgendwie einen Zugang geben, ja. Ich glaube, Nachwendekinder bringen eine andere Form von Resilienz mit, eine Stressresistenz und eine Zugewandtheit. Und da, also dieses Zuhören und weil es beides kennt, ein bisschen eine andere Sensibilität für ein Miteinander. Meine ich zu spüren. Und gerade wenn wir auch in den ländlichen Raum gucken, gibt es da, glaube ich, wohl nee, das streichen wir, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Das Ja, ist ja schon ja. ausreichend. Aber ich kann dir noch erzählen, warum ich wieder Ja, hier gerne. bin, ne? Ich bin in Brandenburg an der Havel geboren, aber nicht aufgewachsen. Ich bin in Bad Belzig zur Schule gegangen und habe da meine Jugend erlebt und habe dann über 10 Jahre in Berlin gewohnt, auch da in Kreuzberg im Westen und bin jetzt tatsächlich aktiv wieder zurück nach Brandenburg an der Havel gezogen. Und es hat sich hier sehr viel verändert und ins Positive. Ich bin nicht traurig über die Wende. Ich kann mir nicht vorstellen, was ich für ein Mensch wäre der Osten noch. Aber ich bin natürlich auch froh über den Zustand jetzt, weil es eine andere Lebensqualität hat. Und hier jetzt wieder im Osten zu sein, oder nicht im Osten, aber in einer ländlicheren Umgebung, zeigt mir auch irgendwie eine Bodenständigkeit. Was gibt es hier für Probleme, für Wünsche, die es in der Stadt definitiv nicht mehr gibt? Also ich sehe, dass hier die Wendezeit eigentlich noch viel stärker oder der Ostbezug noch viel stärker vorhanden ist als in der Stadt, wo es sich wirklich schon irgendwie gut ausgemändelt hat irgendwie. Und hier sind noch viele Emotionen, wo ich mir wünsche, dass man da noch mehr aufeinander zugeht. Es gibt einfach noch zu oft das Motto, darüber spricht man nicht. Und das würde ich mir wünschen. Und da hilft die Literatur einfach auch, wenn man es nicht im Direkten auseinandersetzen muss, sondern man kann es durchs Lesen in Ruhe erstmal für sich reflektieren, um dann ins Gespräch zu gehen.